Da gab es ja so eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen uns. Ist halt schwierig, über WhatsApp und Telefon sich die ganze Zeit richtig zu verständigen. Man versteht da schnell einen falsch. Morgens um 10 sind die meisten Camper schon auf den Beinen. Viele von ihnen sind Stammgäste aus Deutschland. Auch Sascha und Dennis aus der Nähe von Konstanz machen bereits zum zweiten Mal Urlaub auf dem Mega-Campingplatz. Doch in diesem Jahr ist statt Party Pärchenurlaub angesagt. Sascha hat Freundin Vanessa mitgebracht und Dennis trifft gleich Ulrike, seine Ferienromanze aus dem letzten Sommer. Sobald sie ankommt, hole ich sie vorne ab. Ich weiß halt nicht, wie viel Gepäck sie hat und so. Ich habe sie seit gestern nicht mehr erreicht. Fahre ich am besten mit dem Auto. Nachher ist sie komplett vollgeladen. Ich bin eben im Auto. Es kommt ja auch geil. Ja, die Strecke ist auch ewig weit, Mann. Ihr habt euch ja auch auf der Motorhaube kennengelernt. Jetzt weiß ich, woher die Beule kommt. Scheiße. Mit seinem Ein- und Alles, dem PS-starken Sportwagen, holt Dennis jetzt die Nachzüglerin ab. Vanessa ist gespannt. Sie kennt Dennis' Sommerliebe Ulrike nur aus Erzählungen. Ob das gut geht? Bedenken habe ich eigentlich nur zum Thema Ordnung, weil dann plötzlich 4 Leute da auf so engen Raum rumwuseln und jeder natürlich auch Zeug hat und die Rike ja wahrscheinlich auch. Ich erwarte schon, dass die Rike mich ein bisschen unterstützt, Thema Haushalt und Ordnung. Dennis und Ulrike wohnen 600 Kilometer voneinander entfernt und haben sich seit dem letzten Urlaub nicht mehr getroffen. Den Weg vom Flughafen bis zur Marina legt Ulrike mit dem Bus zurück. Für die letzten 500 Meter ist ihr persönlicher Chauffeur Dennis pünktlich zur Stelle. Nicht sein Ernst. War der Weg zu weit vom Pool bis nach vorne? Ich wusste ja nicht, was für Gepäck du alles dabei hast. Hi. Na, alles gut? Ja, bei dir? Ja, das bestens. Sehr schön. Ich hab gedacht, du hast mehr Zeug dabei. Deswegen bin ich vorsichtshalber mit. Ich bleib doch nicht so lange. Ja, trotzdem. Was für ein Service, gell? Eigentlich hätte ich es mir ja denken können, dass Dennis mit dem Auto kommt. Aber ist gut. Dann brauche ich nicht laufen. Ein bisschen komisch ist es schon, ihn jetzt so wieder zu sehen. Aber eigentlich. Genau. Eigentlich. Ganz entspannt, ja. Genau. Also komm, ich halte mal die Tür. Guck, was für ein Service, bitte, gell? Mensch. Ich nehme dein Gepäck ab, hol dich hier ab. So kenne ich dich gar nicht. Sieh mal. Erste zaghafte Annäherungsversuche nach mehreren Monaten der Trennung. Ob es auch diesen Sommer wieder zwischen den beiden funkt? 12.30 Uhr auf der Hauptstraße des Marina di Venezia. Dennis aus der Nähe von Konstanz hat seine Sommerromanze aus dem letzten Campingurlaub gerade vom Flughafenbus abgeholt. Ulrike hat bisher immer mit ihren Eltern hier gecampt. Doch dieses Jahr verbringt sie 4 Tage mit Dennis und seinen Freunden. Du hast schon übelstes gute Leben, gell? Du wirst jetzt abgeholt, alles aufgebaut. Übertrieben gut. Die anderen zwei haben auch schon rumgemeckert. Ja, was soll das? Das kann nicht sein, die kommt hierher. Alles aufgebaut und geht dann früher. Das geht gar nicht. Muss halt auch mal ein Glas wegräumen. Tja. Vanessa macht sich jetzt auch schon Sorgen deswegen. Ehrlich? Ehrlich. Weil Sascha die ganze Zeit. Verarsch mich, ey. Ich schwör's dir, Sascha gesagt, also ich glaube nicht, dass sie hilft. Da muss Vanessa uns 3 hinterherräumen. Das hat er nicht gesagt. Ulrike und Sascha kennen sich schon aus dem letzten Campingurlaub. Saschas Freundin Vanessa ist zum ersten Mal dabei. Sorry wegen deiner Couch. Ich wollte gerade sagen, Schlotti B, du fährst das Sofa an. Bisschen Schwund ist immer. Bisschen Schwund ist immer. Ich sehe schon die Uli und der erste Satz schon wieder frech. Pass auf, gell, mit der. Ja, ich habe das alles im Blick. Oh. Hallo. Hallöchen. Hi, ich bin Ulrike. Hi, Vanessa, hi. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Was geht, Rike? Alles klar? Ja, mit dir auch? Ah ja, passt. Schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls. Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Abgeschnitten. Krass, sieht gut aus. Ja, schön. Schön habt das. Ja. Was ist so geplant die nächsten Tage? Die nächsten Tage, ja, mal ein bisschen chillen, so mehr. Ach, nice. Schlosser Sascha ist aber nicht zum Chillen hier. Der 31-Jährige hat im letzten Jahr an einem Talentwettbewerb auf der Marina di Venezia teilgenommen und soll morgen im Showprogramm auftreten.
Sie möchten, dass ich eine eigene kleine Show bekomme. Mhm. Falls ich das auch noch gewuppt bekomme, könnte es auch sein, dass ich ein Jobangebot für die nächste Saison bekomme. Da müssen wir ihn anfeuern gehen. Diesmal du, mit BHs und Schlippern auf die Bühne. Ah, ja. Ja, genau. Ja, volles Programm. Darf deine Schlipper können wir weglassen. Ja, Erike, willst du eigentlich mal einen Wodka Bull oder so, damit dein Pegel wieder ein bisschen angepasst wird? Sehr gerne, sonst halte ich das mit Dennis ja nicht aus. Sauber. Ich nehme erstmal ein Bier zum Reinkommen. Bierchen. Hast du Lust, jetzt noch schnell den Wohnwagen anzugucken? Dein Gepäck vielleicht, dass du es irgendwo ja, gerne. Bringen kannst? Sehr, sehr gerne. Dann können wir das. Ja? Ja. Und weh, du lobst mein schönes Quartier hier nicht. Zum mobilen Campingparadies gehören zwei Vorzelte und der 6.000 Euro teure Wohnwagen. Saschas Freundin Vanessa sieht dennoch Optimierungsbedarf. Die Ordnung ist hier nicht ganz so, ja, aber ordentlich wie ich eigentlich als letztes gewünscht. Jahr. Ob Vanessa die Chaoten mit Ulrikes Hilfe in den Griff bekommt, darauf erstmal einen Drink. Ulrike? Ach, danke schön. Saluti, die schönste Zeit des Jahres beginnt. Die Bodensee-Kumpel Sascha und Dennis machen in diesem Jahr Pärchenurlaub. Dennis hat Ulrike letzten Sommer hier auf dem Campingplatz kennengelernt. Die nächsten 4 Tage verbringen sie gemeinsam auf engstem Raum. Also komm mal rein, dann zeige ich dir mal unser Schlafzimmer. Deine Matratze muss halt noch aufgeblasen werden. Und wegen Decken müssen wir halt schauen. Ist kuschelig, gell, hier? Ja. Schön angenehm. Okay. Du hörst sogar nachts das Meer rauschen. Echt? Ja, und die Krötenvögeln. Die hörst du auch. Die Grillen. Den Wind. Ist echt angenehm hier. Ja gut, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, du hast den Kissen mitgebracht. Ich hab dir extra gesagt, dass du mir das mitbringen musst. Wie hätte ich das denn mitnehmen sollen? Ja, keine Ahnung, mach deine Probleme nicht zu meinen. Ja, doch. Na, das fängt ja gut an. Sascha und Vanessa im Wohnwagen können sich über zu wenig Kissen jedenfalls nicht beschweren. Doch mit viel Charme schafft es Dennis, seine Besucherin zu besänftigen. Das ist angemessen für dich, ja? Das ist in Ordnung. Das Einzelkind ist zufrieden. Ja, ich ist Alleinerbin, zieh ich vor. Okay, gut. Du musst halt deine Finger bei dir lassen, gell? Das kriege ich hin. Glaub mal, das kriege ich hin. Gut. Das ist das geringste Problem. Im letzten Urlaub waren die beiden noch schwer verknallt. Und unzertrennlich. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Ich tippe tatsächlich auf so ein Summer Love Revival nächstes Jahr. Bisher ist davon eher wenig zu spüren. Zwischen den beiden liegt etwas in der Luft. Es herrscht Gesprächsbedarf. Wir beide würden noch mal eine kleine Runde drehen. Ja, könnt ihr auch mal kurz irgendwas spülen? Nee, das mache ich nachher, habe ich doch gesagt. Okay. Aber mach's bitte ordentlich, ja? Lauf zu jetzt, komm. Viel Spaß. Danke. Bis später. Und Tütchen auf, drüber, fertig. Der erste Eindruck ist sehr positiv. Ich habe eben gedacht, sie ist vielleicht doch eingebildeter, arroganter und verwöhnter, dass sie jetzt auch gleich den Abwasch da so angeboten hat. Fand ich mega nett und hat sie sehr sympathisch gemacht. In Deutschland haben die Auszubildende und der 7 Jahre ältere Schlosser nur telefonisch Kontakt gehalten. In den letzten Wochen war die Stimmung angespannt. Da gab es ja so eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen uns. Ist halt schwierig, über WhatsApp und Telefon sich die ganze Zeit richtig zu verständigen. Man versteht da schnell einen falsch. Deine Tonlage war nicht so. Ah, meine Tonlage in WhatsApp. Wenn ich dir eine SMS schreibe, guck, das meine ich genau. Das meine ich ja. Man versteht sich schnell falsch. Ja, das stimmt ja auch, da gebe ich dir auch recht. Es geht um wenige Zentimeter, aber für Ulrike und Dennis ein haariges Problem. Dennis war halt nicht so begeistert davon, dass ich meine Haare abschneide. Und ich habe ihn aber gar nicht nach seiner Meinung gefragt. Aber er hat seine Meinung halt trotzdem ein bisschen falsch ausgedrückt. Ein bisschen falsch. Guck mal,
wenn mir jemand ein Bild schickt von irgendetwas, dann, ja, dann heißt es doch, du willst eine Meinung. Also ich habe dir aber gar kein Bild davon geschickt. Ein Bild, nein. Natürlich. Ich hab eine Sprachnachricht, ich weiß es ganz genau, ich habe es mir nur angeguckt. Ja. Ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, so, ja, ich fahre jetzt auf unsere Haare schneiden. Also was machst du? Dann hast du geschrieben, was machst du? Ja, genau. So Haare schneiden. Und dann kam so, ist das hässlich? Traum kurze Haare, so männlich. Hast mich da zur Sau gemacht? Ich so, ja, hat dich irgendwie nach deiner Meinung gefragt? Spaß. Also guck mal, ich habe ja deine Haare noch nicht in echt gesehen. Jetzt kannst du mir noch mal präsentieren und zeigen. Kriegen wir hin. Und dann sage ich dir mal meine ehrliche Meinung, ohne jetzt irgendwie dumm zu labern. Sieht so scheiße aus. Warum renne ich weg so? Ich geh erstmal ins Meer. Wir waren jetzt auch lange im Zopf. Der Strohhaare hat sich. Ja. Nein, das sieht doch gut aus. Mach dich doch nicht verrückt. Ich hatte es ja berührt. Weil das einfach nicht fair von dir war. Wieso denn? Aber wenn ich dich die ganze Zeit fertig mache, den ganzen Tag, ist es okay. Aber sobald ich irgendwas über deine Haare sage, ist es nicht mehr okay. Nein, aber. Du machst dich doch auch die ganze Zeit lustig über mein volles Haar am Hinterkopf. Das ist aber echt witzig. Ja, das ist witzig. Guck. Also, ich finde gut, dass wir da noch mal drüber geredet haben. Über deine Haare? Ja, über das. Nein, über die Auseinandersetzung, wie du mit mir geredet hast. Aber es ist ja alles. Also. Wolltest du noch was sagen? Nee, alles gut. Hast du alles gesagt, was gesagt werden musste? Also, komm, hau mal deinen dreifachen Wodka-Bull jetzt weg. Trotz Katerstimmung spielt Dennis noch vor dem Zähneputzen seinen Romantiktrumpf aus. Extra was vorbereitet für dich. Ich war hier beim Italienischkurs sogar. Mhm. Nur für dich. Nur für mich. Ja, und die Sascha und Vanessa hatten voll den schönen Tag, waren Eis essen und ich habe übelst gelernt, gebuckelt. Das kannst du? Was da? Schau mal, ich habe diese Lehrerin gefragt, ob sie mir einen Satz aufschreiben kann, sagen kann. Ai un bel sorriso. Weißt du, was das bedeutet? Nee. Du hast ein sehr schönes Lächeln. Dankeschön. Ja. Danke. Ja? Ja. Gib mir einen Code. Bro. Ah, dankeschön. Ob das so ein guter Zeitpunkt für italienisches Liebesgeflüster war? Derweil trauen die Wohnwagenbewohner sich nicht raus. Ich glaube, draußen sieht es aus wie Sau. Mhm. Das Problem ist, dass wir jetzt schon ziemlich spät haben und dass die ganzen Nachbarn das jetzt vermutlich sehen. Ich glaube, die ich jetzt ein bisschen aufs Korn, weil die wissen selber nicht mehr viel von gestern, bin ich mir sicher. Ich mache in so ein Kondom ein bisschen Milch rein und frage sie dann, was der Scheiß soll. Boah, das ist ja richtig mies. Ja, oder Sonnenmilch könnte ich auch nehmen. Über einen Kaffee würde Kumpel Dennis sich wahrscheinlich mehr freuen als über diesen derben Streich. Morgen. Geht, Digga. Habt ihr mal gesehen, wie es da draußen aussieht? Nee, wir sind noch nicht aufgestanden. Na, ihr Hübschen, wie geht's? Alles gut? Geht so, Digga. Gut geschlafen? Zu viel Alkohol getrunken, Mann. Alter! Was ist da? Echt jetzt? Euer Ernst? Verpiss dich jetzt! Das ist nicht. Du Drecks! Alter, verpiss dich, Mann! Echt jetzt? Das ist nicht von uns. Nee. Ich vögel nicht mit Gummis, Digga. Wir müssen definitiv jetzt mal ein bisschen aufräumen. Also, ja, ganz sicher sogar. Bewegt mal eure Ärsche. Der Plan, sauber zu machen, ist gut. An der Umsetzung hapert es aber noch. Motivation zum Arbeiten gleich null. Alter, wie sieht's hier aus? Digga, das kannst du vergessen, Mann. Ey, wer räumt die ganze Scheiße auf, Mann? Ja, wir alle vielleicht. Vor allem, wer hat so eine Sauerei gemacht? Das kennt Vanessa nur zu gut. Am Ende will's keiner gewesen sein und das Aufräumen bleibt an den Mädels hängen.